Sendung Geld mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Raiffeisen, Ihre Partner für alle Geldfragen. Herzlich willkommen bei der Sendung Geld und guten Abend. Erinnern Sie sich auch noch an Ihr eigenes Kässeli, wo Sie als Kind jeden 20er reingehauen haben und später das Ersparte hoffnungsvoll auf die Bank getragen haben? Auch für Kinder haben Geld und Sparen eine Faszination. Das Kässeli aus Holz oder Metall ist bei den Kleinen wieder hoch im Kurs, während das traditionelle Sparheftli ausgezahlt hat. An Ihrer Stelle sind Kindersparkonti treten, wo Kinder und Jugendliche meistens noch ein bisschen mehr Zins überkommen. Auch für die Erwachsenen haben so Kindersparkonti einen wichtigen Nutzen. Erstens kann man seinen Nachkommen lernen zu sparen und zweitens können Eltern, Gotti, Götti und Grosseltern für Kinder helfen, vorsorgen für spätere Anschaffungen oder sogar ein Studium. Trotz aller Freude haben so Kindersparkonti allerdings auch ein paar Tücken. Begrüsse Beat Hamburger, Mitglied der Bankleitung bei der Raiffeisen Bank Sempacher See West. Ja, Beat Hamburger, auf wann machen so Kindersparkonten überhaupt Sinn? Also bei Jugendsparkonten macht es das Sinn, dass man eins eröffnet, zum Beispiel bei Geburt oder auch auf Taufe oder vielleicht auf einen Geburtstag. Bei den Jugendkonten ist es vielfach so, dass man das am 12. Altersjahr hat, für Sackgeld oder dann auf einen Ferienjob oder sonst halt einfach Geschenke, die sie bekommen, dass sie das drauf können. Lecken. Ganz wichtig ist, dass man darauf achtet, auf wenn das Konto tatsächlich ausgestellt ist. Wann hat man beispielsweise als Eltern überhaupt noch Verfügungsgewalt über das Konto und wann nicht? Mhm. Beim Jugendsparkonto ist es so, dass der Eröffner eigentlich die Eltern sind. Und dort ist, wie Sie sagen, die Verfügungsgewalt eben eingeschränkt. Weil das ist dann Kindsvermögen. Das Geld gehört dem Kind. Es gibt gemäss ZGB gewisse Einschränkungen. Es ist so, dass nach Erreichung von Volljährigkeit dann nachher das Geld natürlich dann im Kind wieder gehört. Also kann man nicht einfach Geld zurückholen, wenn man ein bisschen knapp in die Kasse ist. Das geht leider. Auf was müssen Götti, Gott oder auch Grosseltern achten, wenn sie ihren Enkel oder Patenkind Freude machen wollen? Die könnten auch ein Jugendsparkonto eröffnen, aber es eignet sich eigentlich nicht, eben weil die Verfügungsgewalt eingeschränkt ist. Wir empfehlen dann das sogenannte Geschenksparkonto. Beim Geschenksparkonto muss man darauf achten, das Geld gehört dann gleich immer noch dem Eröffner, also dem Götti oder Gotti. Und es muss auch versteuert werden von der entsprechenden Person. Kann dann aber in einem geeigneten Zeitpunkt, je nach Gusto, dann dem Kind quasi geschenkt werden. Darum heisst es auch Geschenksparkonto. Gerade weil Gelder beim Kindersparkonto lange liegen bleiben, ist der Zins alles andere als unwichtig. Darum lohnt es sich, dass man ein Konto wählt, das wirklich ein bisschen mehr Zins abwirft. Eine solide Basis kann man seinen Kind finanziell legen, wenn man als Elternpate oder Grosseltern regelmässig einen Betrag auf ein Kinderkonto überweist. Immer beliebter werden auch Fondsanlagen für Kinder, die auf lange Sicht eine höhere Rendite abwerfen. Beat Hamburger, was raten Sie an Eltern, die für ihr Kind vorsorgen wollen, beispielsweise gerade auch für ein Studium, möglichst Kinderzulagen auf die Seite legen oder sogar vielleicht in Aktien oder Fondssparpläne investieren? Also wenn man das kann, die Kinderzulagen auf die Seite legen, finde ich das gut. Ist immer individuell. Also ich denke, da müssen die Eltern auch schauen, was für sie das Richtige ist. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Aber es kann ja nicht nur ein Sparkonto allenfalls eine Lösung sein, allenfalls auch eine Lebensversicherung. Weil es halt auch ein langfristiger Horizont wäre. Wie bringt man als Kind dazu, dass sie selber eben sparen und dass es vielleicht am Schluss nicht das ganze Sackgeld verputzen, sondern eben auch selber das Geld aufs Kindersparkonto bringen? Ich denke, gut ist, wenn man Vorbild ist und dem Kind einmal erklärt, wie das überhaupt funktioniert da mit dem Haushaltsbudget. Dass man mit dem Kind vielleicht auch gewisse Sparziele definiert. Die haben ja alle ihre Wünsche oder Ziele, wenn sie sich etwas möchten kaufen. Und man dann versucht, ihnen so beizubringen, wie das funktioniert. Danke für die Tipps, Beat Hamburger. Schön. Also, das alte Holz- oder Blechkässeli hat noch nicht ausgedient. Der Dom von der Münze, der ins Kässeli reinfällt, macht dem Kind jedenfalls mindestens so viel Freude wie der reine Betrag, den man damit spart. Schon bald steht der November vor der Tür und damit auch der 1. November, wo wir besonders an unsere verstorbenen Verwandten und Freunde denken. In der nächsten Sendung nehmen wir das zum Anlass, um der Frage nachzugehen, wie man seine Liebsten am besten absichert und was man unternehmen muss, damit der eigene letzte Wille wirklich umgesetzt wird. Mehr dazu heute in einer Woche. Guten Abend und bis bald. Sendung Geld mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Raiffeisen, Ihre Partner für alle Geldfragen.